Also, wir starten hier mit den zwei schwedischen Schienenfahrrädern. Dann von Neunkirchen B71, Wendepunkt. Also hier dürfen auch keine Fahrgäste ein- oder aussteigen, die was vom Wanderparkplatz erscheinen. Darum ist es nur ein Wendepunkt. Es soll natürlich noch ein Schild an dem roten Mast entstehen. Und ich zeige mal die Verbindung. Man kann natürlich so zusammen machen und beide in eine Richtung stellen, das ist gar kein Thema. Schon sehr häufig wurde das verwandt. So, der rote Mast, der steht hier schon bereit. Das ist der rote Mast. Da fehlt natürlich noch ein Schild und ein Fahrplankasten, damit dann wenigstens der Zettel von dieser Kiefer rüberkommt und es auch ein bisschen gepflegter weiter aussieht. Dies ist der Gilmerdinger Bach. Seite läuft hier entlang der Bundesstraße. Wir befinden hier uns auf einer Brücke, also hier ist ja die Brücke vorhanden. Die kleine Brücke. Nun gut, dann werde ich mich dahin begeben. Am besten zur grünen oder blauen? Blauen. Nee, doch grün. Die steht schön hinten. Ja, es wird natürlich im Moment auch gesenzt in den Sommermonaten und es dadurch bedingt sieht es einfach gepflegter aus, die Strecke. Und man kann auch richtig die Landschaft hier genießen. Also auf dieser linken Seite ist Neunkirchen, auf der rechten Seite ist Delmsen, beziehungsweise da hinten, die kurz vor dem Wald, ist ja die eine Kreisstraße in Richtung Wolterding. So, nun setze ich mich mal drauf. Es ist auch wohl die einzigste Dressinbahn mit einer, kennt ihr das? Mit einer Tachoanzeige. Und wir haben es ganz genau 20,8 Grad warm. Nicht schlecht, was? Jetzt 20,3 Grad. Naja, ich sag mal eher plus minus 2 Grad wohl. Ja. So, jetzt fahren wir in Richtung Neunkirchenbahnhof. Ach ja, diese gelben Schienen hier, die was so senkrecht stehen, das sind die Nullpunkte für den Gleisbogen. So kann man einen Nullpunkt außerhalb des Gleisbereiches festlegen. Mittels einer Schiene als festen Nullpunkt. Dadurch kann man immer wieder dann nachmessen, ob die Lage korrekt ist des Gleisbogens. Also ein sehr einfaches Mittel. Thank you.
diese weißen Steine sind natürlich die Kilometersteine. Dieser 10,7 Stein befindet sich natürlich auf der linken Seite in dieser Fahrtrichtung. Also sprich, alle ungeraden Steine mit einer ungeraden Zahl befinden sich natürlich auf der linken Seite in dieser Fahrtrichtung. Die geraden Steine mit den geraden Zahlen befinden sich auf der rechten Seite. Also ziemlich einfach. Stein 10,8 und ist natürlich die gerade Zahl, darum auf der rechten Seite diese Fahrtrichtung. Hier steht noch ein besonderer Stein. Tja, das ist so ein sogenannter Neigungsstein. Neigungssteine kennzeichnen, die stehen eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr an Bahnstrecken bzw. sind dort nicht mehr vorhanden. Weil man macht es einfach nicht mehr. Keine Pflege der Steine. Naja. Ja, Für einige Geocacher ist wohl der Kilometerstein 10,9 interessant, aber ich glaube, da haben die ja dementsprechend Internetseiten im World Wide Web, was den Kilometerstein 10,9 doch wohl erwähnt. Die Internetseiten, ja. Der Holzhaufen entstand natürlich durch die winterlichen Baumfällungen bzw. durch das Aufsammeln. Das ist leider eine Menge. In dieser Richtung, hinter diesen Bäumen, befindet sich der Neunkirchener Friedhof.
Ach ja, diese Fläche hier vorne, darauf standen früher mal Kiefern, Tannen, aber die sind bei den Stürmen immer weiter umgeknickt, sodass der Wald, also die komplette Waldfläche hier vorne in diesem Bereich, ziemlich schnell dezimiert worden war durch diese Stürme und durch die kleineren Forstarbeiten. Im Moment ist es eine sehr schöne Freifläche, da wo man noch hinüberblicken kann, denn wie man vorne sieht, da vorne, da ist der Bewuchs schon ziemlich höher. Und vor 2 Jahren konnte man noch nach Neunkirchen ein bisschen besser blicken. Ach ja, es gibt kleine Wanderwege auch hier in der Nähe. Dieser kleine Trampelpfad hier führt zum führt zum Hohen Berg hoch. Der Hohe Berg ist hier gleich nebenan. Wo dieser Trampelpfad hochführt, tja, da befindet man sich doch ziemlich nahe am höchsten Punkt des Hohen Berges. Also das sind schon ein paar Meter Höhenunterschied. Das denkt man nicht so hier in der Lüneburger Heide. Dies ist der einzigste offizielle Bahnübergang der Dresinbahnstrecke komplett, denn die Dresinbahnstrecke ist ja nur 1060 Meter lang. Zur linken Hand geht es nach Neunkirchen in die Ortsmitte. Ach ja, hier kann man natürlich auch einsteigen, denn beim Pendeln wird es ja auch hier abgefahren. Man kommt jetzt zwangsläufig hier an diesem Punkt hier vorbei. Also hier heißt es Neunkirchen Ortsmitte. Das ist der kürzeste Weg in die Ortsmitte nach Neunkirchen. In die andere Richtung, dieser Weg, der was etwas mehr begangen wird, der Weg führt nach Delmsen.
Das ist die Trapeztafel. Die kennzeichnet immer den Bahnhofsbereich. Mit der Kilometerangabe 11,472 von Soltau aus gemessen. Dies ist ein zweiter Neigungsstein. Denn beim Bahnübergang, der was befahren worden war, ja eben gerade der offizielle, der ist ziemlich der Nullpunkt der Dresinbahnstrecke. Kilometerstein 11,6, natürlich auf der rechten Seite in dieser Fahrtrichtung. Dies ist die erste Bahnhofsweiche gewesen. Geradeaus ging es zum Bahnsteig, nach rechts zu den Gütergleisen bzw. Ladegleis und es gab natürlich ein Kreuzungsgleis. Kein Kreuzungsgleis, sondern ein Rangiergleis. Diese Weiche ist natürlich gesichert durch ein Weichenschloss, natürlich mobiles Weichenschloss, damit man die nicht aus Versehen umstellen kann und eventuell da irgendwelche Hände dazwischen sind, wäre sonst zu schmerzhaft. Der ehemalige Bahnmeisterwagen Teil V11. Und die Schiebedresine, naja, jetzt eher wohl eine Bankdresine. Auf der linken Seite befindet sich das Neunkirchner Freibad.